Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute ein Video, wo schon sehr viele darauf warten. Da bekomme ich immer wieder Fragen dazu. Vergleiche doch mal deine Küchenmaschine. Welches ist die beste? Ich muss ehrlich sagen, ich vergleiche einfach die drei, denn das sind die drei, die ihr immer in den Videos seht. Mit denen arbeite ich zu Hause. In der Backstube haben wir wieder ganz andere Maschinen. Aber diese drei, die kann ich empfehlen. Die unterscheiden sich natürlich in irgendeiner Form, aber sie sind alle sehr, sehr gut. Das vorneweg. Ich werde hier nicht auf die technischen Details eingehen, wie viel Watt etc. etc. Dazu hat mein Team schon eine Liste erstellt mit allen drei Maschinen. Ich vergleiche heute die Ankarsrum, die Kenwood Chef Patissier und die Häusler Alpha 2G. Diese drei vergleiche ich heute. Die technischen Informationen, das heißt Volumen, Fassungsvermögen, Gewicht, Größe, Leistung, Netzspannung, Funktion und so weiter, findet ihr hier auf der Liste. Verlinke ich euch gerne auf meinem Blog. Also, ich beginne mit der Ankarsrum. Das hier ist eine Maschine, die nicht konventionell knetet, wie beispielsweise eine Kenwood oder Knethaken dreht, sondern hier dreht der ganze Kübel. Ich demonstriere das mal. Und hier dreht der Kübel und durch diese Rotation beginnt die Rolle zu drehen. Das nimmt den Teig dann mit und der wird sehr, sehr schonend geknetet. Man kann hier das Tempo natürlich auch noch erhöhen. Sie ist robust, sie hat keine Elektronik, es kann nichts kaputt gehen. Sie hat ein gutes Gewicht, sie rutscht nicht rum, auch wenn du hier richtig Tempo machst. Dann zudem gibt es auch noch so einen Knethaken. Den empfehle ich eigentlich immer bei sehr weichen Teigen oder bei Roggenteigen kann man den Knethaken halt auch nehmen. Das ist nicht ein Knethaken, der mitdreht, sondern der ist eigentlich nur so arretiert drin, also der bewegt nicht mit und der Teig schlingt dann um diesen Knethaken. Wenn es ein sehr fester Teig ist, funktioniert der nicht. Ich habe mal bei Ankarsrum nachgefragt, du, wieso gibt es den eigentlich? Wie mir gesagt wurde, wurde das verlangt für den amerikanischen Markt. Man wollte einen Knethaken für die Amerikaner, wie ich gehört habe, und dann hat man das hier noch gemacht. Also im Zweifel immer die Rolle, die funktioniert sehr, sehr gut. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ist so ein Liebhaberteil, wenn man sie mal liebt, dann will man sie nicht mehr hergeben. Aber am Anfang ist es schon eine Umgewöhnungszeit, wenn du von so einer Maschine kommst, hierhin, ist schon ein bisschen anders. Es braucht etwas Zeit, muss man aber auch wollen. Dann haben wir noch einen Rühraufsatz, der sieht so aus, ist auch noch cool. Oben dreht dann eigentlich drehen die Schneebesen wie so ein Propeller. Vorteil ist, ich kann hier ein einziges Eiweiß perfekt aufschlagen. Also man kann sehr kleine Mengen machen, man kann auch hochgehen mit den Mengen. Das ist auch wirklich, wirklich cool. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie etwas mit dieser Maschine. Kein Verschleiß irgendwo durch. Man hat, glaube ich, auch 4 oder 5 Jahre sogar Garantie, bin mir jetzt gar nicht genau sicher, müsste ich noch nachschauen. Aber da ist wirklich sehr gute Qualität und das Modell kommt aus Schweden, sind die Erfinder. Ich mache es einfach kurz und knackig. Die wichtigsten Punkte, blende euch auch zwischendurch immer so ein paar Sequenzen ein, wie es im Kneten ist. Und die hast du sicher auch schon gesehen, wenn du Brotteige oder Brotvideos bei mir schon angeschaut hast. Dann habe ich hier die Kenwood Patissier, Chef Patissier. Das ist ein neueres Modell von Kenwood. Und hier, ziemlich cool, die Maschine kommt standardmäßig mit 2 Kübeln. Das heißt, wenn du so eine Schneemasse machst, wo du zum einen ein Eiweiß aufschlägst, zum anderen mit dem Eigelb eine Buttermasse machst oder so einen Rührteig, dann brauchst du nicht 2 Schüsseln oder die Schüsseln zuerst zu reinigen, sondern die kommen fix mit der Lieferung im Standardpaket.
Zweiter Pluspunkt, vor allem wenn du Creme machst, Schokolade auflösen willst, man kann hier wärmen. Es gibt einfach Wärmestufen. Das ist nicht temperaturgenau. Es gibt verschiedene Wärmestufen, wo man sich Schokolade schmelzen kann, einen Teig gehen lassen oder einen Brandteig machen und so weiter. Man kann bei der Maschine, sie ist sehr simpel aufgebaut, kann man auch noch gewisse Presets einstellen, Eischnee schlagen, dann weiß die Maschine gleich, welche Stufe, es wird dir angezeigt, welches Element, welches Rührelement, das du nehmen musst. Das ist sicher auch noch ein Vorteil, wenn man nicht so geübt ist. Man hat auch eine manuelle Funktion, logischerweise, wo man wärmen kann, aufschlagen kann und zusätzlich hat man auch die Zeit, die man terminieren kann. Dann als weiterer Pluspunkt, die Küchenmaschine kommt mit einer integrierten Waage. Das kann ein Vorteil sein, wenn du die brauchst, aber je nachdem sagst du, nein, ich habe sowieso meine separate Waage, brauche ich nicht. Die Waage funktioniert nicht nur hier drin, sondern auch oben, wenn du irgendwie einen Aufsatz darauf legst oder auch hier funktioniert die Waage überall. Die Maschine kommt mit verschiedenen standardmäßigen Teilen vom Kenwood. Man kennt den Schneebesen, vor allem für Eischnee, Merengage beispielsweise, Baiser, den K-Haken für Butterteige. Dann haben wir hier das Rührelement, wenn man Schokolade schmelzen will und den Knethaken für Teig. Standardmäßig kommt dieser Knethaken hier. Ich würde dir empfehlen, wenn du gerne Brot machst, einen Profi-Knethaken von Kenwood zu organisieren. Der ist viel massiver, robuster, etwas größer. Und der Vorteil ist, kleine Mengen Teig schlingen dir nicht hier so wie eine Schlange an dem Knethaken hoch, sondern du kannst sie besser kneten. Ist eigentlich das komplette Gegenstück zu Ankersrum. Hier haben wir viel mehr Technik drin. Keine WLAN-Verbindung oder so, kein Guided Cooking. Es gibt dir bei den Presets einfach so Anhaltspunkte. Du kannst natürlich auf der Kenwood-Seite auch noch Rezepte runterladen oder du nimmst gleich meine, was noch besser ist. Nein, Spaß beiseite. Es ist keine direkte Verbindung zum Internet, wie jetzt eine Kenwood Cooking Chef, wo man nur noch den Schritten folgen muss. Hier gibt es Presets, das heißt, es zeigt dir, wie Eischnee schlagen. Wenn es noch nicht gut ist, muss man es verlängern, aber nicht mit den verschiedenen Zutaten oder Rezepten, die man sich hier runterladen kann. Klassisch, hier muss ich natürlich auch noch zeigen, wie die knetet, wenn ich es bei der Ankersrum gemacht habe. Hier kann ich einschalten. Und dann knetet das Teil. Ich werde immer gefragt, hey Marcel, wenn du sagst, auf kleiner Stufe beginnen zu kneten, wie schnell ist denn das? Dann ist auf Stufe 1 beginne ich zu kneten und auf Stufe 2 bis 3 knete ich den Teig dann aus. Das ist bei der Kenwood so. Und hier klassisches System, der Kopf dreht. Kübel bleibt starr. Das ist 90% von den Küchenmaschinen machen das so. Sicher ein bewährtes System. Im Gegensatz zu Ankersrum, wo es ein bisschen anders ist. Aber es ist wirklich so, dass mittlerweile ich mich nicht entscheiden kann, welche Maschine besser ist. Haben beide Vor- und Nachteile, wie ich es jetzt genannt habe. Aber so weiche Teige, die sehr flüssig sind, kneten hier viel, viel besser, finde ich, als jetzt hier drin. Hier bist du halt flexibler, weil du zwei Schüsseln hast, du kannst wärmen, du hast noch eine Waage. Schaue einfach, was ist für dich wichtig. Du kannst nicht von einer Maschine alles verlangen. Schaue, was ist für dich wichtiger. Es sind natürlich auch preislich natürlich Unterschiede, musst du auch darauf achten. Ich gebe dir meine Empfehlungen, es sind alle gut, da kann ich wirklich sagen, sind alle gut. Ich arbeite mit allen dreien. Und jetzt kommen wir auch schon zur dritten, zur Häusler Alpha. Und hier kann man wirklich sagen, das ist eine Maschine, wie sie in der Bäckerei zum Einsatz kommt. 2G, Zweigang, das heißt einmal langsam, wie ich die Teige knete. Und dann, wenn man das Tempo erhöhen will,
nach ein paar Minuten, je nach Teig, dann kann man hier einmal stoppen und in den zweiten Gang, dann läuft die schneller. Du siehst jetzt hier auch, der Knethaken dreht plus noch der Kübel. Das gibt natürlich ein super Knetergebnis und knetet sehr gleichmäßig. Der Teig schlingt dir nicht irgendwo rum, sondern der wird immer schön in den Knethaken reingenommen. Hier muss man sagen, die hat eine etwas höhere Teigerwärmung, Wasser eher etwas kälter beigeben. Und hier mache ich es auch so, dass ich im ersten Gang eher länger bin als im zweiten Gang. Anders als bei diesen Maschinen. Hier kann man so sagen, wenn ich einen Teig 3 Minuten anknete auf kleiner Stufe und dann noch 10, 12 Minuten auf erhöhter Stufe, mache ich das hier so, dass ich es 10 Minuten anknete und dann das Tempo noch für 5, 6 Minuten erhöhe. Das hat sich hier einfach besser bewährt, weil es einfach ein anderes Knetverhalten ist. Und die Temperatur, Kneterwärmung ist auch etwas erhöht. Aber sonst, wann ist die richtig gut? Die ist super bei größeren Teigmengen. Ich würde sagen, so ein Kilo Teig sollte es schon sein, sonst ist die einfach ein bisschen überdimensioniert. Die ist super, wenn du gerne Brot backst. Es gibt noch Rührelemente hier dazu, aber das ist wirklich eine Maschine für Teig. Für Hefeteig, für Sauerteig und so weiter ist die wirklich halt gemacht dafür. Sie ist sehr massiv, sehr schwer. Also da kann man wirklich sagen, das ist eine kleine Profimaschine für zu Hause. Dann wird jetzt sicher die Frage kommen, Marcel, ich sehe die bei dir hinten nur immer im Ecken stehen. Du brauchst die nicht viel. Stimmt, ich habe sie noch nicht so viel gebraucht wie diese zwei. Das ist wegen Corona entstanden. Und zwar sind die schon sehr lange ausverkauft. Das ist auch die teuerste Maschine, die ich hier auf dem Tisch habe. In der Schweiz kostet die über 2000 Franken. In Euro kann ich es nicht genau sagen. Und es ist so, dass die einfach ausverkauft ist, schon sehr lange. Jetzt kommen wieder ein paar Maschinen. Ich hoffe, wir bekommen auch wieder welche, aber sie sind sehr, sehr gefragt. Und wenn ich ein Video mache, werde ich immer gefragt zur Küchenmaschine. Und es ist ja auch ein bisschen blöde, wenn ich immer mit dieser hier backe und immer sage, ja, sie ist ausverkauft, es gibt sie nicht mehr. Darum habe ich mich jetzt mehr auf diese fokussiert. Die ist auch sehr gut, auch wenn ihr sie vielleicht nicht so oft im Video seht. Das zur Erklärung. Also zusammengefasst heißt das, hier ist das mechanische Teil, das eher fancye, coole Ding. Es gibt auch richtige Fangruppen auf Facebook, die nur noch auf die Ankas rum, die Ankas schwören. Ist richtig cool, muss man mögen, muss man reinkommen. Sieht cool aus, ist mechanisch, geht nichts kaputt. Kenwood, der Allrounder, sicher die bekannteste Maschine hier auf dem Tisch. Man hat 2 Kübel, man hat eine Waage integriert, man kann wärmen, man hat diese Presets, kommt mit allen standardmäßigen Elementen, die Kenwood bietet, ist eine Maschine, die im Allrounder bekannte Marke steht für Qualität, ist auch eine sehr gute Maschine. Dann hier die Häusler Alpha, auch eine super Maschine, eher wirklich aufs Brotbacken ausgelegt, wenn du gerne Teige machst, etwas größere Mengen, sich wie ein kleiner Bäcker fühlen willst, dann ist das und das hier sicher die richtige Alternative, aber hier eher größere Mengen wie in der Bäckerei ist diese Maschine hier zu empfehlen. Hier natürlich auch, wenn du eher noch Schokolade oder Kuchen oder so bevorzugst, ist diese Maschine hier sicher so der Allrounder, wo alles abdeckt, wie auch hier mit dem zusätzlichen Rührelement. Aber sonst, wenn du so die Brotbäckerin oder Brotbäcker bist, sind die zwei hier, haben die Nase etwas vorne, das Knetverhalten hier ist zwar auch sehr gut, aber die sind auch gemacht worden, vor allem zum Brotbacken. Kenwood bringt jetzt dann eine, die Chef Baker, die ist dann auch mehr ausgelegt zum Brotbacken. Die hier funktioniert für Teige kein Problem. Hier merkt man einfach, hat die Nase noch ein bisschen weiter vorne, die zwei. Dafür ist die natürlich im Kuchenbereich mit Schokolade, Rouladen, Biskuitmasse eher wieder ein bisschen besser. Also da muss man wirklich abwägen, was ist für einen. Vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung dazu, wie ich sie habe. Das ist meine. Ich kann nur sagen, alle Maschinen tipptopp, klare Kaufempfehlungen für alle drei.
Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr eine von diesen dreien? Was findet ihr? Vor- und Nachteil, wie entscheidet ihr, welche Maschine das ihr wollt? Vielleicht habt ihr ja eine andere, die hier nicht auf dem Tisch ist, die ich gerne mal testen soll. Schreibt mir es rein, ich hoffe, es bringt euch was, es hat euch gefallen. Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.